Ja, vielen Dank für die Einführung. Legen wir gleich los. Ich erzähle erstmal ein bisschen was nicht über Mobiltelefone, sondern kurz was über meinen Rechner, den ich irgendwie ganz gerne mag. Der steht hier vorne, ist mein Laptop, habe ich immer dabei. Ist ein tolles Gerät, vor allem deswegen, weil ich damit im Wesentlichen machen kann, was ich möchte. Ich kontrolliere den Rechner, ich lade da drauf, was ich möchte. Ich kann da das komplette Betriebssystem austauschen, ich kann da die tollsten Linux-Derivate oder BSD oder was auch immer, Plan 9. Das ist toll, das ist Freiheit, ich kann damit machen, was ich will, was auch nicht mehr als Recht ist, denn ich habe ja dafür Geld ausgegeben. Ja, also warum soll ich das nicht machen dürfen? So, Kontrastprogramm, mein Mobiltelefon ist auch ein tolles Gerät, hat eine Kamera, hat Bluetooth, hat jede Menge Speicher, kann was abspielen. Das ist im Prinzip, wenn man das mal vergleicht, hat eigentlich so die Leistung von einem PC vor 4, 5 Jahren. So, jetzt liegt es nahe, dass ich sagen würde, ich logge mich da ein, wenn mal eine Schwierigkeit entsteht. Warum geht das eigentlich nicht? Warum kann ich da nicht irgendwie SSH? Und ich habe es probiert, es funktioniert nicht. So, ein weiteres Highlight dieses Modells ist, dass es ein eingebautes Mikrofon hat, was relativ schön ist, wenn am anderen Ende jemand versucht zu hören. Jetzt liegt es wiederum sehr, sehr nahe, dass ich das einfach benutze, um meine Gitarre zu stimmen. Ich bin Gitarrist und wer auch irgendwie Musiker ist, kennt diese kleinen handlichen Stimmgeräte. Und da habe ich dann immer irgendwelche Klötze, die ich noch mitnehmen muss. Und das ist ja lächerlich, das braucht ein Mikrofon, ein Prozessor, um kurz FFT zu machen und zu gucken, wie ist die Tonhöhe und was muss ich stimmen. Müsste mein Telefon können, geht nicht, doof. So, Profile habe ich auch, das sind diese Teile, dass wenn ich irgendwie leise, laut, draußen, drinnen, Auto. Profile ist ein gutes Ding, je nach Situation, wo ich mich gerade aufhalte. Bluetooth hat das auch, hatte ich schon mal erwähnt, kann also was übertragen oder kann feststellen, welche Bluetooth-Geräte in der Umgebung sind. So, warum aber denn jetzt nicht eigentlich den nächsten logischen Schritt gehen und selbst tätig wechseln? Wenn ich das Bluetooth-Gerät meines Chefs in der Umgebung erkenne, könnte ich doch auf Meeting schalten. Oder wenn ich zu Hause den Bluetooth-Chip meiner Saeco-Kaffeemaschine erkenne, könnte man da doch automatisch eine Latte Macchiato an Start machen. Geht leider auch nicht. Gut, es spielt Klingeltöne. Sehr hilfreich, wenn jemand anruft, man hört es. Es kann MP3, es kann MIT und WAV. So, damit hat es sich leider schon erledigt. Ich gehöre noch ein bisschen zu einer älteren Generation, wo es noch Amigas und Ataris und solche Dinge gab. Da gibt es ganz viele tolle Formate oder 64er, SID. Warum funktioniert das nicht? Warum kann es kein SID, kein MOD, keine XMs, keine OGs abspielen? Ist ja irgendwie auch wieder halb zu Ende gedacht nur. SIDs sind übrigens großartig, weil da kann man dann 10 Minuten mit 15 Kilobyte oder so, wenn man so lange klingeln lassen möchte. Aber das ist wieder, ist wieder ein anderes Problem. Gut, Programmierbarkeit. Java-Anwendung haben wir, ist schön. Für den, der es mag. Ich mag es nicht so sehr. Es gibt auch noch viele andere Sprachen. Warum eigentlich nicht Python-Anwendungen? Direkt auf dem Telefon kann ich meine Shell aufmachen, Interpreter, meine Fenster aufmachen, damit arbeiten. Das wäre doch nett. Warum geht das nicht? Zusammenfassend, das waren jetzt einfach mal so 5 mehr oder minder wahllos herausgegriffene Beispiele von Dingen, die mich an meinem Mobiltelefon stören. Grundsätzlich kann man das irgendwie subsumieren. Es erlaubt mir einfach nicht, das, was ich damit machen möchte, zu tun. Und das finde ich im Kontrast zu dem vorher erwähnten Rechner eigentlich doof, denn ich habe dafür Geld gezahlt. Mal dahingestellt, ob das jetzt mit Vertrag oder ohne, ist irrelevant. Also ich kann einfach nicht damit tun, was ich möchte. So, warum nicht? Weil es Leute gibt, die das nicht möchten, dass ich tun kann, was ich möchte. Zum Beispiel gibt es diese nette Geschichte, dass es einen Operator gibt, der aus einem
einem Gerät, was Bluetooth hat, das OBEX File Exchange Protokoll rausnimmt, weil er möchte, dass seine Kunden Klingeltöne nur über GPRS, das heißt also kostenpflichtige Datendienste, runterladen. Das ist kein konstruiertes Beispiel, das ist passiert. Und das kann eigentlich nicht sein, dass Operator kontrollieren, was ich mit meinem teuer verdienten Mobiltelefon da tue. So, und jetzt sind wir auch schon beim Thema des Vortrags. Wie können wir das ändern? Wie kann ich mein Telefon befreien von diesen Ketten? Ja, da gibt es zwei Komponenten. Es geht einmal um OpenMoCo und es geht einmal um das NIO 1973 als erster Vertreter seiner Art. OpenMoCo ist zunächst mal eine Softwareplattform. Buzzword Bingo, World's First Integrated, alle Leute sagen, oh ja, wenn man das klickt, dann flackern die Buttons so auf. Oder wenn man da irgendwo was anderes klickt, dann schiebt da was rüber und es ist so ein bisschen Bewegung. Und das finden wir eigentlich auch nett. Das wollen wir auch haben. Und wir sind der Meinung, das können wir schon längst. Linux hat alle diese Technologien, um sowas zu machen, auch. Wir müssen sie nur einsetzen. Und da ist der Punkt, zum Beispiel die Enlightenment Libraries zu benutzen von dem Rasterman, der damals irgendwie schon in den 90ern einen Window-Manager gemacht hatte, der mehr Eye-Candy hatte, als der Mensch vertrug. Aber anyway, die Bibliotheken und die Kerntechnologien gestatten einfach sehr, sehr viele interessante Dinge, bewegliche Interfaces. Und es geht hier, und das möchte ich nochmal sagen, es geht hier nicht um Eye-Candy. Ich bin der Meinung, dass Animationen ein Ausblenden helfen können, eine Benutzungsoberfläche so zu designen, dass man irgendwie ein besseres Bild im Kopf von dem hat, mit dem man interagiert. Wie zum Beispiel, wenn was nicht einfach aufpoppt, sondern von rechts reinfährt. Dann baut sich bei mir mental das Bild auf, das ist da rechts und das weiß ich dann auch. Oder wenn es sich dreht, dann habe ich im Kopf irgendwie, da ist so eine Kugel und hinten sind die Anwendungen, vorne sind die. Und dann kann ich das irgendwie besser bedienen. Schauen wir mal, das ist, ob das so geht. Aber das wäre so eine Idee, um ein bisschen mehr fancy things in das User Interface reinzubringen. Und dann natürlich Frameworks, die sich etabliert haben. TinyMail scheint das Ding für Embedded E-Mail zu werden. Und Telepathy scheint das Ding für alle möglichen Arten von Presence Awareness und Instant Messaging etc. zu werden. Das integrieren wir. Avahi, Siroconf, ja. Das sind so die Sachen, die auf der Roadmap für nächstes Jahr stehen, um die Softwareplattform einfach ein bisschen luxuriöser zu machen. Und dann aber auch Hardware. Das ist Hardware Nummer 1 sozusagen, GTA 01. GTA 02 wird Oktober, November rauskommen, gleiches Gehäuse, komplett anderes Innenleben, wesentlich leistungsfähiger. So, und dann schwebt uns nächstes Jahr noch ein bisschen was Kleines vor, so irgendwie, ja, so schmal, so Lifestyle-mäßig und mit echter 3x3-Tastatur. Aber das gleiche Display, das wollen wir schon irgendwie behalten. Also was Dünnes und nur was richtig Dickes. Ich trauere meinem Psion MX5 auch nach, der hat irgendwann mal den Geist aufgegeben. Nokia Communicator hat es irgendwie nicht gebracht. Ich möchte irgendwie aber ein Tastaturgerät haben und da soll auch meine Software drauf laufen. Und deswegen basteln wir uns so eins. Also nächstes Jahr wird irgendwann mal so ein etwas größeres Gerät auch mit uns rauskommen. Dazu 3G ist ganz wichtig, steht auch ganz oben auf der Liste der Dinge, die wir tun. Und einige Nicht-Telefone mit GSM. Mehr sage ich dazu mal nicht. Werden wir sehen, was das sein kann. Aber wir arbeiten nicht nur an den Sachen für uns. Ich komme ja auch aus dem Open ICX-Projekt, was sich mit den Motorola ICX-Plattformen beschäftigt. Und da würde ich auch gern bald mal eine vernünftige Software für haben. Und das soll OpenMoCo sein. Und deswegen sind wir auch sehr stark interessiert, dann diese Portierung voranzutreiben. Zum Beispiel halt eben auf dem Motorola-Telefon, aber auch auf der HTC-Hardware. Neulich habe ich sogar jemanden gesehen, der auf dem Sharp Zaugus OpenMoCo einsetzt, ist zwar kein Telefon, aber so ein PDA, aber er hat gesagt, dieses Fingerscrolling ist großartig, also das würde er jetzt gerne irgendwie da drauf lassen. Gerne, sehr gerne. So, OpenMoCo, Softwareplattform, NIO 1973, Hardwareplattform, befreie dein Telefon,
Was wir daraus machen, obliegt glücklicherweise zum großen Teil uns, nämlich der Free Software Community. Und das ist unser Beitrag. Dankeschön. Zeit, bitte Fragen, Diskussion, ja. Anregungen. Anfang des Jahres habe ich gehört, auf der FOSDEM, als du das präsentiert hast, dass es noch Performance-Probleme gab mit GTK wegen der fehlenden Floating-Code. Ja, ja. Gibt es zwei Sachen zu sagen. Einmal, wir haben GTK 2.6 eine Zeit lang gehabt, weil Cairo irgendwann als Basisplattform für GTK ausgewählt wurde und Cairo am Anfang sehr, sehr langsam war und jede Menge Floating-Point-Operationen hatte. Das wurde von Leuten gemacht, die halt jetzt nicht direkt im Embedded-Bereich zu Hause sind. Das war quasi eine ganze Zeit lang unbenutzbar, ungefähr 10-mal so langsam. Deswegen konnten wir leider nicht auf GTK 2.10 gehen. Die Cairo-Leute haben sich dieses Problems angenommen, auch unter einem gewissen Druck von Nokia aus, weil die haben das gleiche Problem gehabt, waren auf 2.6 auf ihren Internet-Tablets eine ganze Weile. Von daher hat sich da einiges getan. Das ist schön, sodass wir jetzt auf GTK 2.10, 14 sind, glaube ich. Und der andere Punkt war die Theme. Die Theme, die der Designer gemacht hat, hatte jede Menge Alpha-Blending und Gradienten überall und Non-Rectangular Windows, also vieles Zeug, was wirklich sehr, sehr heavy ist. Und das hat überhaupt nicht performt. Und das war eben auch ein Grund dafür, dass wir gesagt haben, okay, machen wir es ein bisschen weniger fancy, aber benutzbar. Und deswegen die zweite Generation und deswegen auch, jetzt können wir sagen, es funktioniert gut. Also ich kann damit wunderbar arbeiten. Es geht, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, aber zumindest hier so Screens wechseln ist überhaupt kein Problem. Das hat sich dann vorher blub, blub, blub aufgebaut und jetzt, zapp, ist es da. Also Performance-Probleme, es ist immer noch kein Ferrari, aber man kann damit arbeiten und das ist schon mal gut. Jein. Es gibt, Operator, die uns kontaktieren und die sagen, ja, wenn ihr daran interessiert seid, dass wir da vielleicht was machen, dann schickt uns mal eins. Trauen wir uns nicht. Die lachen uns aus, weil wir sind noch so weit davon entfernt, ein wirkliches Endkundengerät am Start zu haben, dass das momentan überhaupt nicht auf unserem Radar liegt. Natürlich plant OpenMoCo zusammen mit FSC auch eine langfristige Strategie. Klar, die Idee ist natürlich, wenn es hier mal so tolle Anwendungen gibt, die dann auch echt jeder Nicht-Entwickler haben möchte, dass sich dann vielleicht auf dem Wege so rum, die Benutzer möchten es haben, wenden sich an die Provider, hier könnt ihr nicht das mit einem Vertrag ausliefern und dann kommen die nochmal zu uns, aber in dem Moment erst, wenn es soweit ist. Deswegen ist das klar, für einen richtigen Erfolg muss man mit dem Operator zusammenarbeiten, in der einen oder anderen Form. Das kommt dann auch drauf an, weil wir lassen uns jetzt nicht irgendwie kastrieren, nur damit die irgendwie das in den Vertrag aufnehmen. Also wenn, dann diktieren wir, wie das aussieht. Und wenn sie dann nicht wollen, gut, dann tut es mir leid. Aber diese Vertragsgeschichte ist auch eher so ein deutsches Ding oder europäisches Ding, weil also zum Beispiel in Asien oder so, dann, da kauft man sich einfach ein Telefon, tut seine SIM-Karte rein und dann geht das. Da gibt es diese Vertragsbindung überhaupt nicht so. Von daher ist uns klar, Operator sind wichtig, aber derzeit nicht im Radar. Ja, also das Problem, was wir mit GPE sahen, als wir angefangen haben zu arbeiten, ist, dass man
gerade also GPE ist einen großen Weg gegangen und GPE sind die Pioniere von Linux auf mobilen Geräten. Also die Pioniere von X-basiertem Linux auf mobilen Geräten, muss man ganz sagen. Trolltech ist auch nicht so schlecht am Start gewesen am Anfang. Aber man sieht zumindest der PDA-basierten Edition an, dass sie historisch gewachsen ist. Und das auch an der Softwarearchitektur. Zum Beispiel die PIM-Bibliotheken sind so ein Grund, der uns gesagt hat, wir wollten wirklich einfache Synchronisation. Da ist EDS oder EDS-Debus, was wir jetzt verwenden, scheint sich als Standard zu entwickeln. Und deswegen haben wir das jetzt erstmal eingesetzt. Es gibt aber jede Menge Kooperationen. Zum Beispiel diese Screenshot-Utility, von dem ich erzählt hatte, das ist GPE-Scap. Das ist einfach, das funktioniert, das habe ich dafür kompiliert und das kommt mit dem Default-Image. Es gibt andere Sachen, die man auch einfach so verwenden kann und die Sinn machen. Wo man jetzt wirklich gleiche Anwendungen nimmt oder gleiche Bibliotheken, muss im Zweifelsfall dann einfach, wenn die Plattform ein bisschen weiter reift, irgendwie entschieden werden. Also GPE Phone Edition zum Beispiel ist ja ein ganz interessantes Projekt, deswegen auch, weil es vom Lips-Konsortium ja auch ein bisschen gepusht wird. Das heißt, da ist wieder die Top-Down-Standardisierung, während wir jetzt versuchen Bottom-Up. Ich hoffe, dass wir bei diesen ganzen Frameworks irgendwann in einem Stadium sind, wo wir sagen, jetzt können wir uns, es gibt für alles gute Lösungen, aber nicht in einem Framework. Jetzt müssen wir gucken, dass wir die besten Komponenten zusammenpacken und dann zu einem wirklich guten Ding kommen. Beantwortet das ungefähr die Frage? Ja, das ist ja, also ich kenne die Entwickler, ich bin mit denen befreundet und wir machen da, also es gibt Kooperationen. Zum Beispiel ein großes Ding ist Power Management APIs. Also mal ein Debus API zu haben für Brightness so und so viel oder bitte jetzt nicht ausschalten, weil gerade ein Media Player spielt. Das sind Sachen, wo ich momentan Standardisierung als ganz, ganz wichtig empfinde. Oder Alarm Framework, damit man einfach halt mal eine andere Anwendung nehmen kann. Die spricht Debus Alarm Framework, kann also als Alarm Aufwachhandler arbeiten. Da sehe ich momentan am ehesten eine Möglichkeit zu kooperieren. Da war schon länger jemand, ja? Jein. GSM? Nein. Nein. Naja, das ist Hardware. Also da ist ein präzertifizierter GSM-Chip drauf, der heißt TI Calypso. Und natürlich läuft auf dem eine Firmware. Okay, aber es ging da nicht um Firmware, sondern Sachen. Nee, aber wir sprechen mit diesem Chip nur über AT-Kommandos. Das ist, für uns ist es ein Modem. Ja. Also wir haben da so eine Sprache, wird über ein Analog-Out quasi. Wir haben so ein, über den Mixer gibt es eine Verbindung zwischen dem Mikrofon und diesem Calypso. Und wenn wir sagen, kipp um, dann wird in die GSM, also in die Audioeingänge, wird das Mikro geführt und dann können wir telefonieren. Das nicht per AT, weil wir wollen verhindern, dass die Firmware eine Möglichkeit hat, den Mixer zu verbiegen. Also irgendwie das Mikro einzuschalten, das wollen wir nicht, deswegen gibt es da kein AT-Kommando, aber wir machen ATD und dann setzen wir den Mixer vom Host-Prozessor, routen den um und dann können wir telefonieren. Richtig, also GSM ist außer dem GSM-Stack, der nun mal aufgrund unserer Gesetze nicht offengelegt werden kann. Das ist in dem Ding drin, also das wird auch nicht irgendwie ins Image reinkopiert, das ist in dem Chip, wenn wir den kaufen. Sieht das aus wie GPS? Ja, GPS. Aber das wäre ja so eine wichtige Sache für uns gewesen, wo man sagt, eine eigene Anwendung auf diesem Telefon bauen. Ja. Also ich kann nur die kurze Variante zum Besten geben. Die lange ist so abstrus, könnten wir noch einen Talk drüber reden, Firmenpolitik, es ist, nein. Die kurze Variante ist,
Ja, derzeit kann man das GPS-Modul in diesem Telefon nicht benutzen. Das ist die kurze Variante. Nein, die ist aber noch nicht fertig. So kurz ist sie nicht. Für GTA 02 wird das geändert. Ich darf nicht sagen, wie es geändert wird, sonst heißt es wieder, ja, du hast hier unsere, du torpedierst unsere Verhandlungen. Es wird geändert. Das Problem wird in GTA 02 nicht mehr auftreten, egal auf welche Weise. Momentan ist es sehr unerfreulich, dass wir Leuten ein Telefon verkaufen mit einer Funktion, die nicht funktioniert. Tut mir auch sehr leid, aber es ist ein Drama, ehrlich gesagt. Ja. 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 Also ich habe mir sagen lassen, dass das, was in GTA 02 sein wird, von deutschen Automobilherstellern eingesetzt wird, derzeit für ihre Fahrzeugnavigation. Und zwar richtig top. Top-Modelle. Also das ist richtig gut. Ja. Okay. Ja? Ja, ich wollte mal kurz fragen, wie das jetzt ist, wenn jetzt diese neue Version rauskommt. Hardware? Ja, Hardware. Ja. Gibt es da eigentlich eine Portierung zurück auf die alte Version der Hardware, also der Anwendung, dass die auch weiterhin auf der alten, weil sonst kauft man die jetzt im Prinzip ein Stück Hardware, nutzt das 3 Monate, muss es wegschmeißen, muss ich das neu kaufen und nicht anwenden? Nee, also das ist, ich sehe nicht, warum die neue Hardware irgendwie ein Signal dafür sein sollte, dass man nicht für die alte die gleichen Anwendungen baut. Es wird natürlich so sein, dass dieses Spiel auf dem nicht läuft. Aber deswegen werde ich trotzdem dafür bauen können. Es tut halt dann nichts. Ja. Oh, es läuft schon, es gibt nur keine GUI dafür. Also du kannst super auf der Kommandozeile HCI scannen oder irgendwas tun, aber es ist halt... nee, also ganz klare Ansage, ich bin jahrelang Maintainer des OpenSaurus-Projekts gewesen und jetzt auch nach hunderten von Jahren, die erste Hardware ist dann echt steinalt. Ja, der alte SharpSaurus SL5000 D als Developer-Version hat nur 16 MB Flash und ist schweinelangsam und ganz schlechtes Display. Ich sorge immer noch dafür, also jetzt nicht mehr, weil ich nicht mehr Maintainer bin, aber es wird noch dafür gesorgt, dass man ein Image dafür bauen kann, auch wenn es halt ein bisschen rudimentär ist, aufgrund der Constraints. Aber ich werde nach wie vor dafür sorgen, dass GTA 01 nicht irgendwie das Stiefmodell wird oder so. Ja. Also es soll nicht so werden, wie uns jetzt ein großer Hersteller, der mit N und Okia aufhört, anfängt, Okia vorgemacht hat, dass er sagt, ja hier N800, S770 überlassen wir den der Community. Das machen wir nicht so. Ja? Ja, eine Frage. Und zwar hast du da mit Spielen gehabt, dass das SIM-Karten-Ding und das MicroSD irgendwie Combo wählen. Was muss man sich jetzt da vorstellen? Nein. Es wäre uns zuzutrauen. Es gibt also diese. Ja, die Hardware-Abteilung. Ich sage nicht mehr. Nein. Es ist. Das ist der SIM-Karten-Slot. Die Kombination bezieht sich darauf, dass die beiden zusammenhängen. Die sind verheiratet. Wenn ich den hier aufmache, dann unten drunter ist der SD-Slot. Combo bezieht sich darauf, dass das ein Ding ist mit 2 Karten-Slots. Ja, das. Aber die Frage hat Sinn, ja. Also hätte, also ja. Umgekehrte Frage, was sagen eigentlich andere Hardware-Vendor? Nehmen die euch überhaupt schon wahr? Und wenn ja, lehnen sie es ab?
Also die einzige wirkliche Reaktion, die man als solche bezeichnen kann, kommt von Dr. Ariakis, seines Zeichens Chef der Open Source Operations bei Nokia. Und ja, der glaubt halt, dass das nie funktionieren kann, weil das nicht product-driven ist, sondern irgendwie ja, so diffus vorangeht. Das ist die einzige Reaktion. Das ist sicherlich auch, kann man, ja. Ich sag mal, wir haben jemanden oder jemanden im Hintergrund, der durchaus weiß, dass es Jahre dauern kann, bis irgendwas explodiert und richtig funktioniert. HTC hat 3 Jahre lang nur Verluste gemacht für ihre Muttercompany. Aber die Taiwanesen, man kann ja viel über sie sagen, aber sie haben auch langen Atem, wenn sie glauben, dass das irgendwann funktionieren kann. Und es gibt von Seiten anderer Hersteller, gibt es bis jetzt eigentlich nur, ja, macht mal. Wir freuen uns, wenn es funktioniert. Wir glauben nicht dran, dass ihr in 2 Jahren noch hier unter uns seid, aber macht mal. Das ist bis jetzt die einzige Reaktion. Also es gibt niemanden, der jetzt sagen würde, ja, ich bin Samsung, möchte das gerne einsetzen oder so. Nee, würde ich auch im jetzigen Zeitpunkt nicht empfehlen. Aber ich glaube fest daran, dass wenn wir den Weg ein Stückchen weiter gegangen sind, dass es dann sehr viele interessante Angebote geben wird, die auch über reines PR-Interesse hinausgehen. Weil das ist jetzt eh schon riesengroß, aber dafür können wir uns ja nichts kaufen. Aber ich glaube, es wird. Meine persönliche Einschätzung. Ja? Wie stark ist denn die Benutzeroberfläche, die dazwischenliegende, weiß nicht, nennt ihr das Middleware, die irgendwie das Ganze miteinander verquickt, der Kern, die Treiber sozusagen miteinander verwoben? Inwieweit ist es möglich, bestimmte Dinge auszutauschen? Ich zum Beispiel, weil das vielleicht eine persönliche Unzulänglichkeit, ich komme mit dem Genomkram nicht zurecht. Bin eher hauptsächlich hier als kein E-User. Wäre es zumindest mal denkbar, ein OpenMoko-Gerät mit einem, also einem, weiß nicht, wie es dann heißen würde, Kopenmoko oder Komoko? Wir haben doch das K schon im Namen. Zwar nicht vorne, aber in der Mitte. Das muss doch reichen, oder? Ja, ich verstehe. Wir kommen aus der Open Source Community und wir haben auch viele Leute am Start, die wissen, wie man Software baut. Die wissen, dass man Software nicht als monolithischen Blob baut, sondern dass man irgendwie, dass es schon Sinn macht, geschichtete Architekturen zu machen, die über wohldefinierte Schnittstellen miteinander reden. Ja, das wissen die. Das konkrete Beispiel. Wir benutzen den X-Server. Dafür mögen uns einige irgendwie merkwürdig angucken. Oh, X, riesig, groß, langsam, so ein kleines Gerät, keine gute Idee. Es ist eine gute Idee, aus dem einfachen Grunde, den du ansprichst. Bau dir Qt dafür. Überhaupt kein Problem. Bau dir Qt4 dafür sogar. Qt4 wird sicherlich laufen. KDE würde ich von absehen, aber bau dir eine neue Oberfläche auf Qt-Basis, einen Launcher oder eine Telefonieanwendung. Die klingt sich oben, die läuft einfach oben und redet direkt zum Beispiel mit dem GSMD. Das ist ein Daemon, der hat eine lib-GSM, die sowas wie Register Network als API hat oder Dial oder Send Pin. Es ist überhaupt kein Problem zu sagen, ich möchte das, ich mag das ganze Geraffel, was ihr da oben macht, überhaupt nicht. Okay, dann nimmt man halt eben nur sysinit bis x und die Daemons und bastelt was Eigenes drauf. Kann man sogar, wenn man genug Micro-SD-Karte hat, gleichzeitig aufs Flash drauf prügeln. Kein Problem, kann man alles machen. Dazu ist es gedacht, weil sonst würden wir ja wieder wie die Kollegen, von denen ich hier so einen schönen Rucksack habe, die machen Qt Embedded und sind der Meinung, man müsste alles mit einem Toolkit machen. Und früher fand ich das gut, mittlerweile bin ich der Meinung, dass dieser kleine Performance-Nachteil, den du hast, wenn du X nimmst, es ist nicht
Also der ist da. Natürlich ist es ein Performance-Nachteil. Jeder, der Geschichte der Architekturen kennt, weiß, dass jede Schicht einen Performance-Nachteil reinbringt. So, kann man nicht wegdiskutieren. Aber die Freiheit, verschiedene Toolkits gleichzeitig laufen zu lassen oder irgendeine Anwendung, sei sie auch nicht angepasst, dafür einfach laufen zu lassen oder dein Display auf den Laptop umzuleiten und deine X-Anwendung auf dem Laptop zu bedienen, diese Vorteile überwiegen meiner Meinung nach hundertfach den kleinen Performance-Nachteil, den du durch X wirklich hast. Wir benutzen das IPK-Package-System. Das ist so ein bisschen Depp für sehr Arme. Ja, es gibt jetzt schon, ich habe jetzt schon ein Feed auf buildhost.openmoco.org. Wenn du ein Paket upgraden willst oder nachinstallieren willst, auf der Kommandozeile ipackage install mplayer. Und dann lädt er das, wenn du das am Netz hast. Das kannst du auswählen, du kannst verschiedene Destination-Pfade wählen oder kannst auch aufs NFS basteln, wenn du das möchtest. Ja, man kann auch super vom NFS übrigens booten damit. Es ist super, über USB-Ethernet ist ein Linux-PC, halt nur ein kleiner. Nee, also ja, es gibt ein Paketmanagement, das heißt iPackage und das wird das können. Das ist zwar nicht das Besteste überhaupt, aber ja, feingranulares Updaten und installieren, nachinstallieren, entfernen ist jetzt schon da. Ja? Ja? Wird es möglich sein, auch mit Fingern nicht Strukturbedingungen irgendwie zu realisieren? Weil da war ja nur ein Bild, wo man ein Style ist. Also man kann Bluetooth-Keyboard patchen, wenn man das möchte. Man kann Bluetooth-Keyboard verbinden. Ja. Ach so, es gibt ein Soft-Keyboard da drauf, ja. Das kann man da aufmachen, dann hat man halt, das ist der Moment, in dem Ende mit Fingerbedienung ist, aber da ist ein Stylus dabei und dann, ich habe hier ein Terminal drauf, interessiert und kann das ganze Ding dann auch über die Soft-Tastatur über Kommandozeile bedienen, wenn ich das möchte. Soft-Key-Tastatur ist dabei, ist jetzt schon dabei, ja. Wie sieht das mit Anwendungen aus? Ja. Ich denke, wie ich das verstanden habe, ist ja das Hauptprinzip, dass die Leute sich die Anwendungen selber zusammenstellen können sollen, sich ohne große drüber nachzudenken, einfach im Internet eine Anwendung, ein Spiel, ein Notizprogramm oder sonst irgendwas runterladen können. Was ich aber denke, was dafür essentiell ist, ist, dass das System eine Sicherheit eingebaut bekommt, dass das nicht irgendwie teure SMS oder teure 090-Nummern anrufen kann. Ja. Ist es geplant oder wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, auch recht früh im Design damit anzufangen, sowas wie Manifestdateien zu haben, wo drin steht, diese Anwendung braucht nichts und die muss halt auf den Grafik zugreifen können oder auf die Input-Devices. Sowas kann der Benutzer sofort starten, ohne etwas bestätigen zu müssen. Und wenn die Anwendung aufs GSM zugreifen will, dass der Benutzer die Anwendung sozusagen erst autorisieren muss. Und dann, dass das auch, ich glaube, im Moment hat alles das Gute da. Ja. Dass das vielleicht entweder mit Benutzertrennung oder mit Selinux, was denke ich da flexibler wäre, dass da Rechte eingeführt werden. Weil ich denke, wir können uns nicht darauf verlassen, es ist Linux, darum ist es sicher, sondern wir müssen auch da sagen, ja. Die Sicherheit muss, die Leute sind von dem Jahre gewöhnt, dass nichts passieren kann. Und die Sicherheit muss im frühen System eingeplant werden, sonst enden wir bei Windows. Ja. Ich stimme zu, irgendwann brauchen wir sowas. Definitiv. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, wir haben konkrete Pläne dafür momentan. Dazu haben wir noch viel zu viele andere große Baustellen. Wie gesagt, das Modem stürzt derzeit so oft ab, dass du gar nicht so viele SMS rausjagen kannst. Nein, Scherz beiseite. Ich sehe, Sicherheit ist ein ganz großes Ding, auf jeden Fall. Andererseits ist es natürlich auch so, in dem Moment, in dem ich jetzt von Anfang an anfange, irgendwie über Policy-Based oder über Sandbox-basierte Konstrukte nachzudenken, und dann schon wieder alles so kompliziert und abschotte, dass ich den Leuten überhaupt keine Möglichkeit mehr gebe, mal zu experimentieren.
finde ich auch der falsche Weg. Es ist immer natürlich ein Kompromiss zwischen Sicherheit und Freiheit, zu machen, was man will. Und natürlich, sobald das eine hinreichend große Verbreitung hat, wird es auch Leute geben, die damit Schindluder treiben. Ist mir auch klar. Ich sage mal, sobald wir das wirklich einem Papa und Mama empfehlen würden, bis dahin brauchen wir sowas. Ich denke aber, also, wenn das jetzt entwickelt wird, ohne überhaupt an Sicherheit zu denken, dann denke ich, endet es damit, dass sich irgendwie die Konfigurationsdaten alle im gleichen Verzeichnis befinden oder sonst irgendwas. Ich denke, man muss von Anfang an anfangen, dass entweder vielleicht sogar mit Aptiers zusammen, sodass man sagt, jede Anwendung hat definierte Verzeichnisse, wo drin sind, drin schreiben tut. Vielleicht ist es noch nicht enforced, dass es so ist, aber der Entwicklungsstil muss schon so darauf ausgelegt sein, dass hinterher Sicherheit hinzufügbar ist. Weil wenn das nicht passiert, dann, ja, man sieht bei Windows Vista, was Microsoft treiben muss, um die Windows-Kultur irgendwo in Richtung vielleicht von, der Administrator ist nicht immer derjenige, der die Anwendungen ausführt. Ja. Ja, man kann das so sehen. Man kann allerdings auch sagen, wenn wir jetzt anfangen von vornherein alles mit Sicherheitsfeatures oder auch mit Zugriffskontrolle und mit allen möglichen zu versehen, dann werden wir es leider überhaupt nie fertig kriegen, aufgrund der begrenzten Ressourcen, die wir haben. Was soll ich sagen? Ich sehe das als Problem an. Ich stimme auch zu, dass man im Prinzip, wenn man sagt, wir machen das top-down, wir müssen von Anfang an Sicherheitskonzept haben, wir müssen Multi-User-Konzept haben, wir müssen, dann ja, wäre es vielleicht am Ende die bessere Architektur. Aber zunächst mal versuchen wir es einfach inkrementell zu lösen, das Problem. Ja. Weil, ja, erstmal ist es Spielwiese. Das muss man, ja, derzeit. Mehr kann ich dazu erstmal nicht sagen. Aber wir sind dessen bewusst, dass das Sicherheitsproblem uns irgendwann müssen wir dafür eine Lösung haben. Ja, eine gute. Hier erstmal eine Frage, nochmal auf das Stack zurückzukommen. Ja. GTK kann ich leben. Okay. Mich eher interessieren würde, wenn es die unterste Schicht auszuwechseln, also den Linux-Kernel gegen den BSD-Kernel oder was auch daherkommt, ist die Hardware so offen und dokumentiert, dass das funktionieren würde? Also, es gibt so eine schwedische Hardware, da ging es theoretisch, aber ACPI ist nicht offen, also wird das Ding nur 5 Minuten halten mit der Batterie. Ja. Wenn man mal von diesem leidigen Problem, was ich da schon mal angesprochen hatte, das mit den 3 Buchstaben, was ein P in der Mitte hat, wenn man davon absieht, was bald gelöst sein wird, auf die eine oder andere Art und Weise, ja, ist alles offen. Also es gibt Leute, die haben, wir haben ein Google Summer of Code Project der BSD-Gruppe oder was, Plan 9, ich weiß es nicht, irgendwas, was nicht Linux ist, und die haben damit angefangen, den Kernel darauf zu portieren. Ist kein Problem, gerne. Also wir unterstützen das, soweit wir können. Was wir derzeit noch nicht freigeben können, sind die Schematics. Das möchte FIC nicht, also die Schaltbilder. Weil die Taiwanesen, ich meine, die brauchen eh nur 4 Wochen, um die Hardware zu kopieren, und mit Schaltbildern schaffen sie es in einer. Das möchte der Hardwarehersteller dann doch nicht. Aber es könnte kommen. Ja, also wir haben jetzt letztendlich wenigstens mal die Schematics vom Debugboard freigepresst. Ja. Also das ist, da arbeiten wir dran. Und der Kernel ist komplett dokumentiert und komplett Source Code. Und ja, also die Treiber sind da. Die sind die beste Dokumentation überhaupt, weil es sind keine obfuscated Treiber. Es sind richtige Treiber. Also wenn man sich anguckt, was zum Beispiel Monta Vista auf 2.4 macht für Motorola, dann die poken irgendwelche wilden Werte in irgendwelche Register und dann geht das Ding. Ja, aber das machen wir nicht. Es ist wirklich... Selbst wenn es einen guten Treiber gibt und die Treiberdatei, dann muss ich die quasi reverse-engineeren, weil ich darf sie nicht kopieren. Oder ich fange mit GPL ein und das will ich nicht unbedingt. Ach so, deswegen wäre eine Dokumentation der Treiber besser, wenn ich vom Papier... meine eigene Header schreiben. Ah, verstehe. Ja, also das Nicht-GPL-Prinzip habe ich mir, das wäre natürlich eine Möglichkeit, eine extra Doku. Momentan freuen wir uns, dass wir der erste Hersteller überhaupt sind, der endlich mal wenigstens LGPL und GPL-Hardware hat. Aber ich, ja, verstehe ich. Ich hätte auch gerne die Schematics jetzt schon frei, aber also du kannst definitiv mit dem, was jetzt frei ist,
alles Mögliche an Kernel austauschen. Du kannst auch den Bootloader austauschen, wenn du möchtest. Das ist da. DFU-Upload, das ist Device-Firmware-Upload, ist auch ein Standard. Also wenn ich es mir komplett verlege, kriege ich es trotzdem wieder hin mit dem Debug. Ja, das kriegst du immerhin. JTAG ist da. Und ja, es ist so offen, wie es derzeit offen sein kann. So, dass man echt alles Mögliche austauschen kann, was man möchte. Wie gesagt, wenn man jetzt nicht GPL machen möchte, dann sehe ich ein, muss man ein bisschen Cleanroom-Engineering machen, ja, derzeit. Das ist vielleicht hässlich oder traurig, ja. Von Open Source nach Open Source. Das ist richtig. Aber auch da hoffe ich, dass wir irgendwann mal, das ist ja nicht Rocket Science, wie der SOC mit den Peripheriedingern verbunden ist. Wie viel IP steckt da drin? Aber gut, wir von OpenMoCo versuchen da FIC so langsam, aber ständig irgendwie zu kitzeln, dass sie dann irgendwann mal sagen, ja, mein Gott, jetzt hört auf zu nerven und gibt's halt raus. Ja. Okay. Frage der Zeit, hoffentlich. Ich würde sagen, das machen wir dann. Ja. Ja, also ich wollte nur eigentlich grundsätzlich nur mal fragen, ob das Produkt jetzt eigentlich nur als reines Hacker-Tool ausgelegt ist, wie es im Moment erscheint. Ich halte auch jetzt zum Beispiel den Release, den Public Release mit dem zweiten Gerät, ja, ist ja dann auch immer noch kein benutzbares Gerät verfügbar, sondern ist dann halt das Public Hacker Release. Ja. Ist neben dieser reinen Intention, wir wollen jetzt ein Forum, worauf wir rumhacken können, denn überhaupt die Intention da, ein Gerät für den Endanwender zu schaffen, oder ist das eher im Hintergrund? Nein, ist es. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, das ist ein Ding, das kann ich meiner Mutter geben und die kann das nicht nur bedienen, sondern die kann sogar auch mehr als nur telefonieren damit. Kann diese tollen Anwendungen, die wir im Laufe der Entwicklungsphase zusammen auf die Beine gestellt haben, auch sinnvoll nutzen. Das ist das Ziel. Aber davon sind wir entfernt. Nein. Davon sind wir entfernt. Das ist die Timeline, was für mich zumindest interessant wäre, zu wissen, ich würde zum Beispiel überlegen, diese zweite Version dazu zu kaufen. Wobei ich halt eigentlich, klar, auch ein bisschen auch rumhacken, aber eigentlich mit dem Telefon zu telefonieren. Das heißt, es ist wenigstens absehbar, dass grundsätzlich Funktionalitäten mit Telefonieren, Bluetooth, WLAN und sowas in absehbarer Zeit irgendwann mal gehen? Oder ein halbes Jahr, ja, oder zwei? Also mein Gefühl ist immer, wenn man nach einer Hacker-Release braucht man nochmal 6 Monate, um es zu polieren. Ja. Das ist so mal so aus dem Gefühl heraus, so eine Hausnummer. Wenn wir GTA 02 verkaufen Anfang November, dann gehe ich davon aus, dass wir noch 6 Monate brauchen, um die Kernfunktion wirklich in Endkundenqualität zu haben. Okay, aber du meinst, man könnte auf jeden Fall das Gerät schon kaufen und würde dann das Gerät in absehbarer Zeit funktionieren finden? Also absehbare Zeit ist halt immer relativ, aber ich will das ja selber benutzen. Das ist ja die Driving Force. Ich habe derzeit halt noch meinen Sony Ericsson als Haupttelefon. Ich fürchte, das wird auch noch ein paar Monate mein Haupttelefon bleiben. Aber die beste Werbung für Leute, die irgendwas verkaufen, ist, wenn sie es selber benutzen. Und ich will das selber benutzen. Es ist eine Frage der Zeit. Ich glaube, es ist absehbar. Mit der Hausnummer 6 Monate, bis es wirklich alles rund läuft. Aber wie das ist in der Softwareentwicklung, versprechen kann man nie irgendwas. Aber wir versprechen es auch nicht. Das unterscheidet uns ja. Nee, aber der Wunsch ist definitiv und das Ziel ist wirklich Mama und Papa und Oma. Opa sitzt lieber im Ohrensessel. Ja. So, ich denke, ich muss leider an der Stelle wieder auf den Zeitplan achten und möchte mich bei Michael ganz herzlich für den Vortrag, vor allen Dingen für die Diskussion und die Fragen.